Nun, da das Gerät einsatzbereit ist, beginnen wir mit einer Einstiegsdiagnose an unserem Skoda. Dafür habe ich die automatische WIN-Erkennung ausgeschaltet. In der Diagnose gibt es die Möglichkeit, die WIN automatisch auszulesen und das Modell und den Hersteller darüber zu erkennen. Oder wir geben den Hersteller manuell ein. Falls die WIN mal nicht direkt gefunden werden kann über den Tester, müssen wir die WIN selber eingeben, also manuell. Die findet man meistens in der Frontscheibe in der unteren Ecke, bei dem Skoda hier unten links, oder in der B-Säule des Fahrzeugs beim Fahrereinstieg. Den genauen Unterschied der Diagnosemöglichkeiten zeige ich euch jetzt einmal am Tester. Die Zündung habe ich eingeschaltet und das OBD-Kabel ist mit dem Fahrzeug verbunden. Zuerst betätige ich die Diagnose und wähle Auto-Detect aus. Jetzt wird über die Fahrgestellnummer das Modell und der Hersteller erkannt. Bei der automatischen WIN-Erkennung hat man keine Möglichkeit, die Steuergeräte manuell auszuwählen. Es werden alle Steuergeräte auf Fehler untersucht und danach wird ein großer Diagnosebericht erstellt. Wie wir sehen können, haben wir schon einen Fehler in der Motorsteuerung. Alle Systeme, die keinen Fehler haben, werden in grün angezeigt. So sieht jetzt unser Diagnosebericht aus. Hier sind die Werkstattinformationen hinterlegt, der Zeitpunkt der Diagnose und der Ort. Und natürlich alle Steuergeräte mit Fehlern oder ohne. Diesen Diagnosebericht könnt ihr ganz einfach mit eurem E-Mail-Account teilen oder mit eurem Freund oder Bekannten, bei wem ihr auch immer das Fahrzeug ausgelesen habt. Dafür drückt ihr einmal auf Teilen. Und gebt hier die E-Mail-Adresse, die Nachricht und den Namen ein. Und danach einfach mit Senden bestätigen. Wenn wir auf Zurück gehen, werden jetzt alle Steuergeräte angezeigt, alle verfügbaren. Und wir können die Fehler in den Steuergeräten einzeln auslesen. Hier ist jetzt ein Fehler mit dem Nockenwellenpositionssensor hinterlegt. Bei diesem Fahrzeug sitzt der Nockenwellensensor hier. Dieser wies einen Defekt vor und den haben wir einmal erneuert. Jetzt läuft das Fahrzeug wieder einwandfrei und der Fehler ist nicht mehr aufgetreten. Im nächsten Schritt zeige ich euch jetzt einmal, wie wir alle Fehler in allen Steuergeräten löschen. Dafür gehen wir erstmal auf Code löschen und bestätigen das. Jetzt werden alle Fehler gelöscht und neu ausgelesen. Es sollte nun kein Fehler mehr hinterlegt sein. Grundsätzlich macht es keinen Sinn, einfach nur den Fehler zu löschen. Man muss die Ursache des Fehlers finden, sonst wird der Fehlercode natürlich auch wieder auftauchen. Das war jetzt die automatische Diagnose. Im nächsten Schritt zeige ich euch mal die manuelle Diagnose an und zeige euch die Unterschiede dabei. Für die manuelle Diagnose wählen wir auch wieder Diagnose aus, aber gehen diesmal nicht auf Auto-Detect, sondern wählen unseren Hersteller manuell aus. Hier ist unser Skoda wieder und betätigen den. Den Unterschied seht ihr jetzt in diesem Menü. Wenn ihr den Schnelltest auswählt, wird wieder ein kompletter Diagnosebericht erstellt und es werden alle Steuergeräte abgefragt. Bei System Scan werden einfach nur alle verfügbaren Steuergeräte gescannt
Und wenn wir aufs System auswählen gehen, können wir auch einfach nur das Motorsteuergerät oder nur die Getriebeelektronik auswählen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur einen Fehler im Motorsteuergerät haben und nicht den kompletten Diagnosebericht benötigen, können wir auch hier rüber reingehen. Und können halt nur hier Fehler auslesen. Jetzt ist natürlich kein Fehlercode mehr vorhanden, da wir den Fehler mit dem Nockenwellensensor behoben haben. Damit beenden wir dann die Einstiegsdiagnose und kehren zum Hauptbildschirm zurück. Als nächstes zeige ich euch die OBD2-Diagnose. Die ist nicht immer zu empfehlen, da nur abgasrelevante Fehler ausgelesen werden. Ich empfehle jedem, der ein Motorproblem hat, eher über die Motorsteuergerätdiagnose den Fehler zu finden, da die einfach viel umfangreicher ist. Wir zeigen euch natürlich jetzt trotzdem mal kurz die OBD2-Diagnose. Die OBD2-Diagnose findet ihr hier auf dem Startbildschirm. Hier muss kein Hersteller ausgelesen werden, da die OBD2-Diagnose vereinheitlicht ist bei allen Herstellern. Hier können wir zum Beispiel uns die Parameter anschauen, die Fehlercodes auslesen. Es ist kein Fehlercode vorhanden. Oder die Bereitschaftstests lesen. Die werden zum Beispiel bei der Abgasuntersuchung ausgelesen, sind aber auch nicht sehr aussagekräftig. Viel länger will ich mich gar nicht damit aufhalten.